Hey Leute, euer Dave the Brave hier. Thema heute Pre-Workout bzw. Intra-Workout Kohlenhydrate. Ich bin da seit kurzem ein großer Fan von. Und zwar habe ich es früher auch immer so gemacht, wie ihr wahrscheinlich momentan, so ein, zwei Stunden vor dem Training was essen, Kohlenhydrate, so ein bisschen Reis, Nudeln und so weiter. Hat auch ganz gut geklappt, aber ich kann euch sagen, direkt vor dem Training ein paar Kohlenhydrate, schnelle Kohlenhydrate, das hat mir richtig geholfen, mehr Energie beim Training freizusetzen und schwere Gewichte zu heben. Ich zeige euch mal eben, wie das bei mir funktioniert. Also ich schaue so, dass ich, sag ich mal, wenn ich zum Fitnessstudio fahre mit dem Fahrrad, brauche ich so eine halbe Stunde ungefähr. Und ich versuche halt dann direkt davor, die Kohlenhydrate zu essen. Schnelle Kohlenhydrate müssen es sein, jetzt kein Vollkornbrot, keine Kartoffeln oder so. Ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht, was ich da so esse. Als erstes ganz klassisch die Reiswaffeln. Kennt jeder, ist auch so ein bisschen ja, so Bodybuilding-Bereich etabliert. Reiswaffeln sind sehr gut. Dazu um das Ganze ein bisschen schmackhaft zu machen. Honig. Honig ist ja Zucker, sage ich mal. Zählt auf jeden Fall als schnelles Kohlenhydrat. Gibt mir persönlich auch gut Power, muss ich sagen. Also das ist echt eins meiner Lieblingslebensmittel kurz vorm Training. Honig und Reiswaffeln kriegt ihr auch einfach, kriegt jeder runter. Ist jetzt nichts Ekeliges, dann sind die Reiswaffeln auch nicht so trocken. Kriegt ihr super runter. Für die Faulen unter euch oder wenn es schnell gehen muss, diese Fruchtriegel gibt es bei DM, gibt es auch in größeren Supermärkten. Auch echt gut. Achtet nur drauf, bei manchen ist noch viel Schokolade dran, dass ihr die ohne Schokolade nehmt. So, und jetzt? Ja, genau, Malzbier. Könnt ihr sogar mit ins Training nehmen und während des Trainings trinken, wenn ihr euch traut. Sieht natürlich lustig aus, jeder guckt euch an, hä, trinkt der gerade ein Bier beim Training? Ist echt gut. Tatsächlich hat Malzbier gar nicht mal so einen hohen glykämischen Index, das heißt, es geht jetzt nicht so wie Zucker direkt in euer Blut, sondern gibt es eher langsam ab. Es ist echt gut. Ich habe mir sogar schon mal einen Shaker getan und während des Trainings getrunken. Malzbier geht auch auf jeden Fall. Ihr könnt da sehr erfinderisch sein. Saft. Auch immer gut. Ihr habt zusätzlich noch Vitamine, besser geht's gar nicht. Und ganz simpel. Brötchen. Macht ihr Honig drauf ein bisschen. Esst die vorm Training. Und wie gesagt, die festen Sachen, wie zum Beispiel Brötchen, könnt ihr direkt davor essen. Und so flüssige Sachen wie Malzbier, Saft und so weiter, könnt ihr euch sogar in den Shake tun und während des Trainings trinken. Ich schaue immer, dass ich so um die 90 Gramm Kohlenhydrate vor und während des Trainings habe. Weil man sagt so, das ist ein grober Richtwert, wie viel euer Körper in kurzer Zeit aufnehmen kann auf einmal. 90 Gramm Kohlenhydrate, wenn ihr euch daran haltet, probiert es mal aus, ihr werdet richtig Power haben beim Training. Und ja, es ist einfach mal wert, es auszuprobieren. Der Vorteil ist, ihr müsst auch nach dem Training ja nicht so viel Kohlenhydrate fressen, weil ihr sozusagen euren Spiegel schon habt während des Trainings. Wundert euch nicht, wenn ihr hier so viele Schuhe seht. Ich habe gerade meine Sneaker alle sauber gemacht. Bin so ein kleiner Sneaker-Freak. Und ja, die mussten einfach mal wieder alle sauber gemacht und foliert werden. Also, ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, viel Spaß und bis zum nächsten Video.